Also, keine Ahnung, wenn man so ein paar Squats macht. Wisst ihr, es gibt so Marken, die sieht man überall, bei jedem. Und das macht so ein bisschen deren, die Authentizität kaputt. Also so finde ich das immer. Ich mache sehr selten Werbung, obwohl das eigentlich das ist, wodurch ich mein meistes Geld einnehme. Ich möchte halt einfach ehrlich sein, weil ich möchte auch nicht, dass mir irgendein Scheiß angedreht wird. So, und heute werde ich jetzt einfach mal einige Marken testen, die wirklich jeder kennt, von der jeder schon mal gehört hat. Ich habe mir für dieses Video jetzt 3 ausgesucht und habe mir die Sachen bestellt, habe sie selber bezahlt. Die Marken wissen gar nichts davon, dass ich das mache. Ich habe einfach wie ein Kunde da was gekauft. Und ja, schauen wir mal, wie gut die Sachen so sind, die man überall sieht. Was ich jetzt vorab nochmal sagen möchte, die Produkte, für die Leute viel Werbung machen, nicht immer von Grund auf irgendwie scheiße sind oder so. Und dass irgendwie Influencer für jeden Müll Werbung machen, nur weil sie dadurch Geld verdienen. Ich finde, man kann durch Werbung und durch Instagram coole Produkte finden. Aber ich glaube, fast alles hat sowieso, da muss man einfach nochmal seine eigene Meinung sich zu bilden. Ich kann jetzt diesen Pullover super schön finden und irgendwer wird sagen so, ey nee, schwarze Pullover sind voll langweilig. Das heißt ja dann aber nicht, dass meine Werbung dafür schlecht ist. Aber ich möchte euch einfach nur hier so eine weitere Meinung dazu geben, falls ihr vielleicht eines von den Produkten schon immer mal testen wolltet, aber euch noch nicht sicher wart, ob ihr die kaufen solltet. Das Ding ist halt auch, wenn man für Werbung bezahlt wird und das mit der Marke dann zusammen macht, dann darf man halt in den meisten Fällen oder eigentlich nie negative Punkte nennen, weil die Marke will halt nicht, dass irgendwas Negatives mit der Marke in Verbindung geht. Deswegen kontrollieren die auch vorher, was man hochlädt und so. Und man muss alles nur, man darf halt einfach nur die positiven Sachen sagen. Deswegen heute hier in diesem Video sage ich euch alle positiven Dinge, die mir auffallen, alle negativen Dinge. Und dann könnt ihr euch nochmal eure eigene Meinung zu den Sachen bilden. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Produkt an. Viel Spaß! Okay, es ist heute ein Paket angekommen und das war so der Hauptgrund, warum ich dieses Video überhaupt mache, weil ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Und zwar habe ich mir eine Flasche von AirUp bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr was davon gehört habt. Ich habe bis jetzt immer nur was davon gehört, von Influencern halt, aus Stories oder so. So süß. Auf jeden Fall ist er eine Flasche eigentlich, einfach nur, aus der man Wasser trinkt. Muss nicht immer im Mittelpunkt sein, weißt du? Aber man tut, ich zeige euch das einfach. Wow, das passt hier perfekt in diesen Karton. Also was Verpackungsmaterial angeht, haben die schon mal einen Pluspunkt von mir. Also, AirUp ist eine Wasserflasche, auf die man so Pots tun kann. Und das sind Duftpots. Und wenn man dann das Wasser trinkt, also man tut da einfach Leitungswasser oder auch Sprudelwasser rein, trinkt und den Pot gleichzeitig riecht, dann trickst man sein Gehirn aus und das Wasser schmeckt dann angeblich so, wie der Pott riecht. Also zum Beispiel tust du da jetzt einen Zitronenpott drauf und das Wasser soll dann schmecken, als wäre da Zitrone drin. Obwohl man noch einfach eine Zitrone reintun könnte. Naja, auf jeden Fall klingt es ganz spaßig und lustig. Und ich freue mich sehr, das jetzt auszutesten. Ich habe mir das, wie gesagt, selber gekauft. Ich wurde noch nie von dieser Marke angeschrieben. Also falls das gut ist, ne, dann AirUp. Hit me up, ne? Wie macht man das jetzt auf hier? Ich habe mir jetzt den hier geholt. Was ist denn da jetzt drin? Da ist irgendein Pott schon drin. Da ist einmal Cola und einmal Tangerine drin. Mandarine. Dann habe ich mir noch 3 Pots geholt mit der Geschmacksrichtung Himbeer-Zitrone. Dann habe ich mir Pots geholt. Da dachte ich mir so, als ob. Da habe ich mir Kaffeepots geholt. Also, ich habe mir einmal das Starter-Set in Weiß geholt mit 2 Pots drin. Das hat 39,95 € gekostet. Und dann hat diese Geschmacksrichtung 6,95 € gekostet. Und die Eiskaffee-Pots, steht da sogar, haben 8,95 € gekostet. Dann habe ich aber noch einen Rabattcode verwendet von irgendeiner Instagram-Influencerin, den ich zufällig im Internet gefunden habe. Damit habe ich 6 € gespart und am Ende habe ich 50,27 € für das alles bezahlt.
Mal gucken, ob sich das gelohnt hat. Ich weiß nicht, wie lange diese Pots, wie viel man damit trinken kann. Und der Versand hat so 4 Tage oder so gedauert. Also es ging eigentlich recht schnell. Ich werde das jetzt hier mal machen, Wasser reinfüllen und so. Und dann werden wir den ersten Pot probieren. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Okay, bevor ich euch das zeige, wollte ich euch eben noch die Verpackung zeigen, weil die ist mega schön. Man hat da so eine Box und die macht man dann auf. Und dann ist hier diese Flasche drin. Und dann war da noch so ein Quick-Start-Guide drin. Und hier sind die 2 Pots. Und ich finde, also verpackungstechnisch kriegt ihr schon mal 5 von 5 Punkten von mir. Okay, ich würde sagen, Cola probiere ich lieber mit Mineralwasser. Also weiche mir den erstmal auf. Und dann probiere ich jetzt den Mandarinen-Duft-Pot. Boah, das riecht richtig gut, ne? Ich könnte einfach nur den ganzen Tag dran riechen, weil das so gut riecht. Also ich muss den Pot jetzt da drauf tun. Dann das irgendwie rausziehen. Okay, der Moment ist jetzt gekommen. Okay, also irgendwie stört mich gerade der Strohhalm voll. Also ja, ich finde schon, es schmeckt besser als Wasser, wenn man einfach Wasser so trinkt. Es schmeckt jetzt nicht wie Mandarinsaft oder wie Fanta oder keine Ahnung was. Mein Strohhalm macht irgendwie voll die Probleme. Wenn ich den Pott rausziehe, dann sauge ich sehr viel Luft mit raus. Irgendwie ist es. Ich probiere mal einen anderen Pott aus. Okay, ich probiere jetzt noch einmal den anderen fruchtigen, den ich habe. Und zwar Raspberry Lemon, also Himbeer Zitrone. Okay, das riecht super künstlich und stark. Aber auch irgendwie ganz geil. Es riecht so ein bisschen brausig, finde ich. Ich finde, es schmeckt super künstlich. Also, weil der Geruch auch so künstlich ist. Das ist gar nicht meins. Und warum blubbert das so bei mir? Das kann doch nicht richtig sein. Also, okay, also den Pot mag ich überhaupt nicht. Da fand ich Mandarine besser. Hier vorne ist halt so ein Loch. Ich glaube, dadurch soll auch ein bisschen Duft in deinen Mund-Nasen-Bereich kommen. Aber irgendwie deckt er das bei mir nicht richtig zu. Also wenn ich meinen Finger auf dieses Loch halte, dann kann ich ganz normal trinken. Aber wenn da so ein Pott drauf ist, dann klappt es nicht so gut, dass das Loch von dem Pott zugehalten wird. Aber ich bin so gespannt auf Kaffee. Boah, riecht das stark nach Kaffee. Also, es riecht nicht nach so Kaffeebohnen, weil ich finde, so pure Kaffeebohnen riechen richtig geil. Das riecht so richtig wie Kaffee aus so einem To-Go-Becher, den man sich so in einem Supermarkt kauft. Also der schon fertig in so einem Kühlregal einfach steht. So ein Eiskaffee. Aber es riecht voll nach Eiskaffee. Also erstmal geht mir immer noch dieses Loch auf den Sack, wodurch ich die ganze Zeit Luft mit eintrinke, anstatt einfach pures Wasser. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache. Und dann, also ich schmecke einfach, dass es nur Wasser ist mit Kaffeegeruch. Also Mandarine war schon ganz geil, das andere war mir ein bisschen zu künstlich. Aber das hier ist auch richtig kacke. Also ich werde morgen oder so dann nochmal diesen Cola-Pot ausprobieren. Der schmeckt. Aber bis jetzt kann ich sagen, hat mich das nicht überzeugt. Ich finde die Idee dahinter ganz gut. Nee, bis jetzt lohnt sich das für mich gar nicht. Da trinke ich lieber Wasser mit einer Scheibe Zitrone drin. Auf jeden Fall werde ich morgen oder so nochmal Cola austesten und euch dann mein endgültiges Fazit geben. So, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, aber ich wollte immer noch Air-Up Cola austesten. Als ich diese anderen Pots benutzt habe, das ist jetzt schon, glaube ich, 2 Wochen oder so her, ich habe diese Flasche seitdem nicht benutzt. Also ich muss wirklich sagen, als Fazit jetzt schon mal, dass es sich für mich nicht gelohnt hat. Ich trinke lieber Wasser pur oder tue mir da irgendwie Zitrone oder so rein. Auch wenn es nur Duft ist und man eigentlich nichts einnimmt, fand ich, roch das so künstlich, dass ich das Gefühl hatte, dass ich was Schlechtes trinke. Und es hat mir halt auch nicht geschmeckt. Außer Mandarine. Mandarine war ganz okay, aber die anderen fand ich richtig eklig. So, jetzt habe ich auf jeden Fall noch einmal Wasser mit Kohlensäure drin. Ich hasse Wasser mit Kohlensäure eigentlich. Aber ich kann ja nicht den Cola-Pott mit stillem Wasser trinken. Auf jeden Fall teste ich jetzt den Cola-Pott nochmal aus. Vielleicht ist der ja wirklich Wahnsinn.
Ich finde, es riecht halt nicht wie Cola. Es riecht wie Dinge, die wie Cola schmecken sollen. Also so wie diese Cola Haribo-Dinger, diese Gummibärchen oder so andere Cola-Süßigkeiten. So an Cola-Eis, glaube ich auch. Komm, letzte Chance. Eine gebe ich dir noch. Wie immer, der Strohhalm funktioniert nicht richtig bei mir. Ich weiß nicht, soll das so sein? Ich kann nicht richtig trinken. Also wenn ich wirklich Durst hätte und so richtig viel daraus saugen möchte, dann geht das nicht, weil so viel Luft mit da hochkommt. Nee, ich finde das eklig. Ich rieche halt, dass es hier oben nach Cola riecht. Und dann, dass ich Mineralwasser trinke. Okay, mein Fazit, ich habe mir diese Flasche umsonst gekauft. Ich werde sie nicht benutzen. Ich finde diese Pots... Ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz cool und ich habe dem wirklich eine Chance gegeben. Aber ich bin wirklich überhaupt kein Fan von so künstlichen Gerüchen. Und für mich macht das einfach keinen Sinn. Ich habe dadurch nicht mehr Spaß am Wasser trinken. Ich weiß auch nicht, ob das von dem Pott kommt oder ob ich dieses Gummiding noch ein bisschen krasser reinigen muss. Aber ich finde, es hat so einen richtigen künstlichen Plastikgeschmack oder Gummi oder was auch immer. Weil ich das hier halt auch rieche. Oder dieser Pott riecht vielleicht auch so ein bisschen nach... Verpackung. Also ich glaube schon, dass es Personen gibt, die das gut finden. Also kann man nicht einfach sagen, dass alle Influencer, die jetzt dafür werben und sagen, das ist geil, dass sie lügen oder so. Ich könnte da keine Werbung für machen, weil ich finde es nicht gut. Ich werde das jetzt auch nach diesem Video nie wieder benutzen. Also ich finde es eigentlich eine schöne Flasche und ich würde sie gerne weiter benutzen. Aber sie hat ja hier dieses dumme Loch, wodurch ich nicht trinken kann. Ich habe Flo das halt auch zum Trinken gegeben. Der fand das auch nicht gut. Also Eiskaffee war wirklich... richtige Rotze. Falls einer von euch auch diese Eiskaffee-Pots hat, fandet ihr die lecker? Fandet ihr das gut? Also ich fand es richtig schlimm. Ich kann aber eben Flo fragen. Also er fand dieses Raspberry Lemon auch überhaupt nicht geil vom Geruch her und Mandarine war jetzt auch nicht so gut. Aber ich rufe ihn nochmal eben und dann kann er den nochmal probieren. Hallo! Hallo! Probierst du das und sagst mir jetzt, du soll ich auch? Hinsetzen. Okay, ja, okay. Du musst das vor Kamera machen. Das wusste ich gerade nicht. Das schmeckt wie Cola-Wassereis. Was sagst du? Ja, ich finde auch, dieser Pott riecht richtig wie etwas, was nach Cola schmecken soll, aber nicht wie Cola. Also, ich dachte auch direkt an so Haribo-Cola. Ja, das Ding riecht nach Haribo-Cola und wahrscheinlich, weil es mit dem Wasser abgeschmeckt wird, schmeckt es dann ein bisschen wie. Ich fand auch, aber Wassereis-Cola riecht auch so. Ja. Ja. Also, Fazit eher ab. Nicht gut. Nicht gut, sag ich auch. Heute ist die zweite Bestellung von mir angekommen und zwar wollte ich gerne mal die Pomelo-Produkte testen. Habt ihr wahrscheinlich alle überall gesehen. Sehr viele Stories. Das Ganze kam so an und ich habe jetzt gesehen, dass die, also ich habe das glaube ich vor 2 Wochen oder so bestellt. Das ist auch relativ schnell angekommen. Ich glaube so nach 5 bis 7 Tagen vielleicht. Ich finde, das ist noch okay. Kurz nachdem es bei mir angekommen ist, habe ich gesehen, dass sie ihre komplette Produktreihe neu designt haben und die Produkte jetzt ganz anders aussehen. Auf jeden Fall habe ich noch was von den alten Produkten erwischt. Aber ich glaube, vom Inhalt ist es dasselbe. Es kam in so einer Box. Da ist so blaues Schredderpapier drin und halt die 3 Produkte waren da drin. Und so ein kleines Kärtchen. Also ich habe das mir selbst gekauft, das ist nicht irgendwie gesponsert oder so und hier steht jetzt ein Rabattcode für euch. Ist einfach nur so ein Kärtchen. Ich habe jetzt aber nicht das Shampoo und den Conditioner gekauft, weil ich meistens keinen Unterschied merke, was für ein Shampoo ich benutze. Meine Haare sind eigentlich immer gleich. Ich habe mich jetzt für 3 andere Produkte entschieden, die ich halt persönlich interessanter fand. Und zwar einmal auf jeden Fall diesen Vanilla Boost, weil der ist eigentlich in jeder Kooperation dabei. Das ist so eine Hair Treatment, also sowas wie eine Haarmaske. Okay, das werde ich heute Abend benutzen, bevor ich duschen gehe. Aber jetzt zum Stylen kann ich nämlich die 2 anderen Produkte benutzen. Und deswegen sehe ich so aus, wie ich gerade aussehe. Also Gesicht ist zwar fertig gemacht, aber Haare noch überhaupt nicht gestylt. Meine Haare werden sehr schnell fettig. Also das ist jetzt Tag 2. Und mehr halte ich halt auch nicht aus. Ich habe von Natur aus komplett glattes Haar, nur sehen die bei mir immer so aus, weil ich die über Nacht immer in so einem Dutt tue, ein bisschen antupiere und so, weil ich mit glatten Haaren nicht so gut klarkomme. Weil meine Haare super schnell fertig werden, brauchte ich ganz besonders ein Trockenshampoo und weil meine Haare sehr platt und glatt sind, habe ich noch so ein Texturspray, also das ist wie so ein Sea Salt Spray, glaube ich. Genau, damit versuche ich jetzt meine Haare zu stylen. Und am Ende erzähle ich euch, wie viel das gekostet hat und bla und so, genau. Ich habe gestern so ein Welleneisen benutzt, deswegen habe ich noch so Locken und Wellen und sowas in meinen Haaren ein bisschen. Aber das kommt ja ganz gut dann vielleicht mit dem
Sea Salt Spray so ein Beachy Look zu kreieren. Okay, also eigentlich würde ich meine Haare, wenn sie jetzt so aussehen, glätten und nochmal komplett neu stylen. Aber für euch lasse ich es jetzt einfach so. Und wir testen jetzt das Trockenshampoo. Und ich habe gerade geguckt und das Trockenshampoo kostet 29,97 €. Dieses kleine Ding kostet 30 €. Und ich bin wirklich so ein Trockenshampoo-Suchti. Also ich kann nicht ohne Trockenshampoo leben. Und ich benutze immer das hier. Das kostet, glaube ich, 3 € oder so. Wie viel ist hier drin? 200 ml. Und hier steht halt echt nicht drauf, wie viel da drin ist. Oh, ich sehe gerade, das ist gerade im Sale und kostet da nur 14,99 €. Dann verkauft das doch direkt einfach für den günstigen Preis. In diesem Trockenshampoo sind 57 Gramm drin. Hier sind 120 Gramm drin. Wenn ich jetzt Mathe könnte, könnte ich euch sagen, wie viel weniger das kostet. Aber das kostet sehr viel weniger. Sprühe aus kurzer Entfernung in die Ansätze. Nach 30 Sekunden sanft ausschütteln und stylen. Okay, also wie andere Trockenshampoos auch. Nur das so einen komischen... Ah. Ja, das finde ich cool. Es riecht sehr nach Zitrone. Ich finde, das riecht wie das Lush-Trockenshampoo. Ich glaube, das roch auch so. Es erinnert mich auf jeden Fall an irgendwas. Ich muss es jetzt eben am Spiegel machen, aber da ist halt blödes Licht, deswegen steht ihr jetzt da. Uff. Boah, wie viel kommt da denn raus? Ich glaube, ich mache das lieber in die Hände. Okay, also die Handhabung ist... Manchmal kommt ein bisschen zu viel raus und manchmal kommt ein bisschen zu wenig raus. Aber ich glaube, wenn man den Dreh irgendwann raus hat, dann ist das Ding ganz cool. Kann man das aufdrehen? Oh, man kann es aufdrehen. Ich finde, es riecht sehr gut. So, ich kann das jetzt eben aus. Okay, also ich muss sagen, als Trockenshampoo funktioniert das echt gut. Und ich finde den Geruch sehr angenehm. Ich finde, diese Rückstände sind jetzt auch nicht so krass. Ich glaube, das kann man gut ausarbeiten. Das ist so weiße, graue Haare hinterlässt. Es kostet online gerade 15 €. Ich weiß natürlich nicht, wie ergiebig das jetzt ist. Da müsste ich das nochmal auf längere Zeit testen. Da kann ich euch auf jeden Fall auf Instagram ein Update geben, wie lange das jetzt gehalten hat. Also ich finde schon, dass das gut ist. Es ist rechtfertigt halt aber nicht den krassen Preis von eigentlich 30 €. Das ist so das Schlimme an diesen Marken. Zum Beispiel, ich glaube, hier sind auch ganz gute Inhaltsstoffe drin, auch in der Maske und so. Das ist alles sehr natürlich und vegan und nichts Schädliches für die Haare oder so. Aber die übertreiben halt mit den Preisen immer so. Man könnte es viel günstiger anbieten und dann ballern die aber irgendwie 60% Rabattcodes raus. Testen wir mal das Sea Salt Spray. Eigentlich würde ich mir die jetzt glätten oder noch ein paar mehr Locken reinmachen, damit es nicht so struppig aussieht. Aber ich versuche jetzt einfach nur damit zu arbeiten, weil das ist ja auch so feucht und vielleicht macht es dieses Strohige dann ein bisschen raus. Unser mit Matcha angereichtes feines Meersalz-Texturspray schenkt Volumen und Griffigkeit für ein Beach Hair Feeling. Aloe, Handwasser und Vitamin B nähern und spenden dem Haar Feuchtigkeit. Das klingt doch schon mal gut. Wow. Habt ihr das gesehen? Das spritzt in 3 Richtungen. Warum spritzt das? Das spritzt mir die ganze Zeit in den Hals. Ihr was im Mund. Okay, also diese Drüse, die mag ich nicht. Weil wenn ich hier spritze, dann spritzt mir das ins Auge. Seht ihr das? Warte, so. Das spritzt so weit. Ihr solltet aufpassen, den Mund nicht aufzumachen, während ihr spritzt. Also ich finde den Geruch von dem auf jeden Fall nicht so gut wie den Geruch hiervon. Okay, wisst ihr was? Ich glätte meine Haare und dann sprühe das danach nochmal rein, weil das sieht halt echt dumm aus. Okay, also ich habe mir jetzt auf die Schnelle so ein bisschen die Haare geglättet, damit das so ein bisschen normaler aussieht. Ich habe jetzt an manchen Stellen noch so ein paar Knicke drin und so, aber ich kann trotzdem, glaube ich, gut zeigen, wie das Ganze so wirkt. Also für alle, die schon mal so ein Texturspray benutzt haben, die wissen vielleicht, dass die Haare sich danach so ein bisschen matt
anfühlen, aber sehr griffig sind. Und ich glaube, das ist sehr gut für alle Leute, die wirklich Probleme mit platten Haaren haben, mit zu glatten Haaren, mit Haaren, die schnell strähnig werden oder so. Das ist bei mir auch der Fall. Also meine Haare werden nach dem Waschen sehr schnell strähnig, wenn ich die nicht richtig style. Und deswegen finde ich das sogar ganz gut, das Spray. Ich mag das ja auch gerne, wenn Haare so ein bisschen matt aussehen und nicht super glänzen. Da ist halt immer so diese Grenze zwischen zu frizzy oder noch gesund. Also wahrscheinlich wäre es auch schlau gewesen, meine Haare erst zu glätten und das Spray dann zu benutzen, weil das Glätten, das war jetzt echt ein bisschen schwierig, schon mit dem Spray drin. Ich habe hier, glaube ich, auch eins aus der Drogerie. Genau, das ist hier von Got2b. Und das ist auch ganz gut. Ich mag halt diesen beachy Look gerne, wenn da so leichte Wellen drin sind, wenn das so ein bisschen nach Meersalz aussieht und man die so griffig machen kann. Ich finde halt, das Ding sprüht richtig kacke. Ich habe mir gerade schon einmal ins Auge gesprüht. Es tat nicht weh, aber es war trotzdem unangenehm. Also ich weiß nicht, warum das so in alle Richtungen sprüht, ob das nur an meinem Ding liegt oder ob das extra so ist. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das Ding kostet genauso viel wie das Trockenshampoo und zwar 30 Euro. Gerade ist es im Sale für 15 Euro. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Also eventuell könnte man da auch irgendwas aus der Drogerie nehmen, obwohl das wahrscheinlich bessere Inhaltsstoffe hat. Also da sind, glaube ich, sehr natürliche Sachen drin. Ich kenne mich mit Inhaltsstoffen nicht aus, könnt mir in die Kommentare schreiben, falls ihr euch vielleicht damit auskennt und das mal nachguckt. Also mein Fazit bis jetzt. Ich will euch ja sagen, ob ich es mir halt nochmal kaufen würde. Also bei dem Trockenshampoo, da muss ich noch testen, wie ergiebig das ist, also wie lange ich das benutzen kann. Dem würde ich aber sogar 4 von 5 Sternen geben. Also der eine Stern ist der Preisabzug, weil ich den nicht gerechtfertigt finde. Und dem Ding würde ich so 3 von 5 Sternen geben. Also ich glaube, es ist richtig gut für Leute, die wirklich Probleme damit haben, dass sie diese Griffigkeit nicht in ihre Haare bekommen, weil die so glatt und fein sind. Genau, und dann sehen wir uns später, wenn ich die Maske benutze. Und dann zeige ich euch, wie meine Haare halt nach dem Haarewaschen auch aussehen. Ich habe einfach beim letzten Mal Haarewaschen vergessen, die Maske aufzutragen. Aber heute habe ich dran gedacht. Ich habe sie gerade für 10 Minuten in den Kühlschrank getan. Hier steht nämlich, lege das Treatment 10 Minuten vor Anwendung in den Kühlschrank, damit es die perfekte Konsistenz erhält. Verreibe mit viel Liebe eine kleine Menge in deinen Händen. Massiere die Öle in die trockenen Haarlängen, besonders in die Spitzen. Nach 30 Minuten kannst du deine Haare wie gewohnt mit Shampoo und Spülung waschen und stylen. Wiederhole 2-mal wöchentlich für das beste Ergebnis. Okay, ich werde es jetzt einfach einmal für euch testen, weil diese Maske besteht hauptsächlich halt einfach nur aus Kokosnussöl. Und ich denke, wenn man sich Kokosnussöl in die Haare schmiert, werden die Haare sich besser anfühlen als ohne Kokosnussöl. Also hier steht Kokosnussöl, Olivenöl, Jojobaöl, Avocadoöl, Mandelöl, Arganöl, Ferrylacetate, keine Ahnung was das ist, und irgendein Parfüm. Okay, Parfüm ist nicht so geil, aber wahrscheinlich riecht es deswegen nach Vanille. Also das Ding besteht einfach nur aus Ölen und ich muss mal gucken, wie viel das kostet. Das kostet auch 30 Euro und ist im Moment im Sale für 12,49 Euro, weil es ist alles immer im Sale, weil niemand kauft diese Masken für 30 Euro. Im normalen Preis kostet es genauso viel wie auch das Trockenshampoo und das Sea Salt Spray und alles kostet bei den 29,97 Euro. Jedes Produkt. Ich glaube, dass meine Haare danach sich besser anfühlen werden. Ich glaube einfach nicht, dass man so viel Geld für sowas ausgeben muss. Also das Trockenshampoo, das fände ich wirklich gut. Dafür würde ich eventuell auch Werbung machen. Das Ding ist halt, Influencer machen halt auch Werbung dafür, weil sie es selber nicht bezahlen müssen. Wenn sie die Produkte alle selber kaufen müssten, dann würden die auch keine Werbung dafür machen, weil sie dann erst merken, oh, das ist ganz schön teuer, das ganze Zeug. Also ich habe jetzt so eine Menge in meiner Hand und das muss jetzt einfach in die Haarlängen. Ich finde, es riecht irgendwie sehr vanillig, aber auch sehr fruchtig. Ich habe sogar nach meiner letzten Haarwäsche, weil mir ist halt dann beim Duschen so aufgefallen, oh scheiße, ich habe die Maske halt nicht vorher drauf getan, ich habe danach so ein Video gemacht von meinen Haaren, wie sie halt nach der Haarwäsche aussahen, ohne Maske, und jetzt zeige ich euch dann gleich daneben, wie sie halt mit der Maske danach aussehen. Also ich nehme schon ganz schön viel von dem Zeug. Ich weiß jetzt nicht, für wie viele Anwendungen das reichen soll. So, also ich habe jetzt überall das Öl drin. Das muss jetzt eine halbe Stunde einwirken und dann gehe ich duschen und meine Haare waschen. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte verbraucht. Hier hinten steht zwar eine kleine Menge, aber
Also wenn ich schon so eine Maske mache, dann würde ich wirklich viel und überall und alles. Würde so eine Packung bei mir jetzt vielleicht für 2, allerhöchstens 3 Anwendungen reichen. Und wenn die hinten drauf schreiben, 2-mal die Woche, dann brauche ich eine Packung pro Woche. Also 30 Euro pro Woche für eine Maske. So, also ich habe sie jetzt gewaschen und geföhnt und so sind meine Haare einfach komplett umgestylt und vielleicht merkt ihr, warum ich meine Haare nicht mag. Ich weiß nicht, die werden einfach direkt total strähnig. Die fallen nicht schön, es ist einfach nur glatt und ew. Deswegen topiere ich sie mir auch an und mache sie extra, dass sie so ein bisschen frizziger aussehen, damit ich irgendeinen Griff bei keiner drin habe. Auf jeden Fall, zur Maske jetzt noch. Ich merke keinen Unterschied. Also, keine Ahnung. Vielleicht sind sie so ein bisschen weicher, aber meine Haare sind eh immer sehr weich und fein und geschmeidig. Ich kann euch hier mal die 2 Vorher-Nachher-Videos einblenden. Vielleicht sieht man im direkten Vergleich, dass sie irgendwie so ein bisschen gepflegter oder so aussehen. Ich würde mir die Maske auf jeden Fall nicht nachkaufen, weil das, was ich mit der Maske jetzt bei mir erreicht habe, das würde ich bei mir auch mit purem Kokosnussöl schaffen. Also keine Ahnung, das ist sowieso nur meine eigene Meinung und wie das auf meine Haare ist. Es kann ja auch sein, dass die Maske bei anderen richtig gut wirkt und die das brauchen. Aber ich brauche es nicht und vor allem nicht für 30 Euro für so ein paar Öle, die man sich auch selber kaufen und zusammen tun kann. Was ich jetzt nochmal zu den anderen Produkten sagen kann, also auf jeden Fall das Trockenshampoo und das Sea Salt Spray finde ich ganz gut. Das Texturenspray will ich mir aber glaube ich trotzdem nicht nochmal nachkaufen und eher irgendwas aus der Drogerie nehmen. Und das Trockenshampoo, das muss ich noch ein paar Mal testen, aber das kann ich mir vorstellen, dass ich das auch nochmal kaufen würde. So, hallo, also mein drittes Produkt ist natürlich Oceans Apart. Also das ist wirklich die Marke, die glaube ich jeder kennt, jeder schon mal irgendwo gesehen hat, jeder schon mal überall gesehen hat. Und ich habe alle Produkte ziemlich zeitnah bestellt, also innerhalb von 1-2 Tagen habe ich die 3 Produkte bestellt. Als erstes kam er ab nach irgendwie 3 Tagen oder so, dann 2-3 Tage später kam Pomelo und Oceans Apart ist immer noch nicht da. Oceans Apart habe ich am 14. Januar bestellt, also da habe ich eine Bestellungsbestätigung per E-Mail bekommen. Und dann am 24., also 1,5 Wochen später, kriege ich eine Nachricht. Hey Sunshine, vielen Dank für deine Geduld. In diesen stürmischen Zeiten arbeiten auch wir auf Hochtouren. Dabei haben wir dich selbstverständlich nicht vergessen. Deine Bestellung ist schon bald auf dem Weg zu dir. Die haben mir 1,5 Wochen später gesagt, deine Bestellung ist bald auf dem Weg zu dir. Also nicht mal eine Versandbestätigung, dass es versendet worden ist, sondern wirklich, ey yo, irgendwann bald schicken wir deine Sachen los. Das Paket, weswegen dieses Video um eine Woche verschoben wurde, ist endlich angekommen. Ich habe jetzt fast 3 Wochen darauf gewartet. Ich glaube, jeder kennt Oceans Apart, der Instagram hat. Jeder folgt mindestens einem Menschen, der dafür Werbung macht. Oceans Apart stellt Sportklamotten her. Ich finde, die Klamotten sehen online richtig gut aus. Also ich finde die wirklich schön und ich habe mir schon selber öfter überlegt, ob ich sie mir hole. Ich habe tatsächlich auch schon 2-3 Mal mit denen geschrieben, wegen einer Kooperation. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Also ich weiß nicht, ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um mir das zu überlegen. Und dann verhandelt man Preise und keine Ahnung, irgendwie hat sich das dann immer so im Nichts verlaufen. Und ich habe nie was von denen getestet oder irgendwas. Und jetzt habe ich es mir einfach selber gekauft und teste es. Und vielleicht es ist richtig gut und dann sage ich denen so, ey, oh, guck mal mein Video, ich mache auch gute Werbung ohne Geld für euch, also könnt ihr mir ein bisschen Geld geben. Das Ding mit Oceans Apart ist halt, ist es so eine Marke, die sieht man überall. Und ich finde es okay, wenn man Marken viel sieht. Was ich aber nicht okay finde, ist, dass man Marken bei jedem sieht. Bei Influencern, die ein bisschen sind, denen man nicht hundertprozentig vertrauen kann. Und das macht so eine Marken Kredibilität, heißt das Wort so? Das macht das halt so, das stuft die Marke voll runter, auch wenn sie vielleicht gut ist. Ich glaube, die sagen schon, dass das fair ist und so, was die alles machen. Was mich aber auch noch stört, sind Marken, die viel zu teure Preise machen und den Influencern dann irgendwie 50% Rabattcodes oder so geben. Das ist bei Oceans Apart sowas von wahr. Also die Klamotten sind echt teuer. Ich kann es nachvollziehen, wenn Klamotten teuer sind, weil sie gut hergestellt worden sind. Ich kann es aber nicht mehr nachvollziehen, wenn sie dann ihre Klamotten wieder für die Hälfte verkaufen. Dann denkt man sich so, okay, wenn ihr mit der Hälfte schon Gewinn macht, warum macht ihr den doppelten Preis da drauf? Das sind so 2 Dinge, die mich stören. Aber vielleicht sind die Klamotten wirklich toll. So, das war die Box. Also verpackungstechnisch machen die schon echt gute Sachen.
Hier sind die Klamotten. 2,5 bis 3 Wochen Lieferung fand ich extrem krass. Also ich habe dafür auch irgend so einen Influencer-Code benutzt. Okay, ich sage euch jetzt auch direkt, wie viel das alles gekostet hat. Ich habe mir eine lange Sporthose gekauft, dazu dann das passende Set-Oberteil. Dann habe ich mir noch eine kürzere Sporthose geholt und dazu halt auch ein Oberteil in der Farbe. Und ich habe mir, glaube ich, bei beiden Hosen eine unterschiedliche Größe geholt, weil ich mir nicht sicher war, das ist M und das ist S. Gucken wir mal, was mir besser passt. Die Hose mit dem Oberteil zusammen als Set hat 120 Euro gekostet. Die Hose hat 50 Euro gekostet. Und dieses Oberteil dazu hat 40 Euro gekostet. Also hätte ich einen Preis von 210 Euro bezahlt, also 209,97 Euro. Darauf habe ich dann einen Rabattcode angewendet. Ich habe keine Ahnung, was der Rabattcode war. Ich habe den einfach im Internet gefunden. Der Rabattcode hat mir 73,49 Euro geschenkt. Einfach ein Rabattcode, mit dem man über 70 Euro spart. Und dann habe ich nur noch 136 Euro bezahlt. Ich finde 136 Euro für 4 Sportklamotten in guter Qualität ist ein guter Preis. Ich finde auch 200 Euro für 4 Sportklamotten ist auch ein guter Preis, wenn man nicht wüsste, dass man mit Rabattcodes einfach über 70 Euro sparen könnte. Weil 200 Euro, wenn die einem irgendwie garantieren können, dass das gute Qualität ist, dass es unter fairen Bedingungen hergestellt worden ist. Aber diese Rabattcodes, die einem einfach über 70 Euro Rabatt geben, da denkt man sich so, warum hat das vorher 200 Euro gekostet, wenn es jetzt auch 130 sein können? Ich werde jetzt hier in diesem Video keinen Langzeittest machen können, wie gut die Qualität ist. Aber auf den ersten Blick, finde ich, sehen die Sachen schon echt qualitativ gut aus. Also zum Beispiel diese kurze Hose hier, die hat hier so ein Ding. Ich glaube, die weiße auch. Ja, also die haben so ein unterschiedliches Gummiband-Bauch, aber das wirkt schon sehr hochwertig. Finde ich auf den ersten Blick, sieht sie gar nicht mal so schlecht aus. Dieses Oberteil, finde ich, sieht auch und fühlt sich auch richtig qualitativ hochwertig an. Hier sind auch so Pads drin, die kann man aber auch rausnehmen, wenn man die nicht möchte. Die weiße Hose, die hat hier so ein Netzteil in der Mitte. Also ich habe schon ein paar andere Sportklamotten von, keine Ahnung, Nike oder... Da fand ich die Klamotten nicht so gut. Auf den ersten Blick wirken die schon, als könnten sie 50 Euro wert sein. Okay, also ich habe jetzt das erste Set angezogen. Und ich finde, auf den ersten Blick sieht es wirklich gut aus. Also... Vor allem die Hose. Ich finde die so schön. Ich finde, die macht auch eine sehr gute Figur. Das hier ist halt wirklich, fühlt sich so gut und hochwertig an. Ich habe selten eine Sporthose angezogen, die sich so gut anfühlt, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man irgendwie eine Stunde Sport macht, ob das rutscht oder so. Also, keine Ahnung, wenn man so ein paar Squats macht. Hält es eigentlich. Das Oberteil, da habe ich die Pads jetzt rausgenommen, weil ich allgemein so Pads nicht so der Fan davon bin. So an sich finde ich das Oberteil auch sehr schön. Bisschen stört mich hier dieses, das hier. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine Nummer kleiner brauche. Obwohl, ich glaube, wenn es kleiner ist und ich dann so mache, dann könnte es vielleicht, könnte meine Brust irgendwann rausgucken. Ja, aber so an sich. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass die Qualität vor allem so gut ist. Also, ja. Hier ist sogar so eine Tasche für dein Handy. So, ich habe jetzt das zweite Set an und können wir mal darüber sprechen, wie schön meine Brüste darin aussehen? Also, das Oberteil, echt schön. Ich trage in dem Top jetzt eine M und in dem weißen habe ich auch eine M getragen. Die Hose ist aber jetzt eine S und die weiße Hose war auch eine M. Aber irgendwie merke ich da nicht so viel Unterschied. Die Hose finde ich auch sehr schön. Von der Qualität finde ich es halt auch echt gut. So fühlt sich schon hochwertig an. Ja, also hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt so positiv darüber rede, nachdem ich die Lieferzeit so aufgeregt hat. Genau das, was ich mir jetzt halt ausgesucht habe, fand ich so schön von den Farben her, von dem Schnitt her. Sehr schöne Sachen. Was mich aber nervt, ist eure Marketingstrategie. Also, na gut, aber so kennt sie halt wirklich jeder, ne? Also, falls es eventuell irgendwann mal Werbung auf meinem Kanal für Ocean Support gibt, dann wisst ihr jetzt, dass es wirklich ernst gemeint ist von mir. Also falls die überhaupt nochmal mit mir arbeiten wollen, nachdem ich sie jetzt in so einem Video gebracht habe. Aber ich habe
viel Positives jetzt zu denen gesagt. Genau, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare weitere Marken, die ihr von mir getestet haben möchtet. Außer My Secret, das mache ich nicht. Falls ihr neu hier seid, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Sitzt.